Und damit willkommen zu Papers, Please. Ein kleines Indie-Game, von dem ihr bestimmt schon mal was gehört habt. Es ist sogar relativ alt beinahe. 2013 ist eine Weile her. Und dieses Spiel ist ein absoluter Banger. Wirklich. Ich kann nur Gutes über Papers, Please bis jetzt sagen. Und ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe ein paar Let's Plays geguckt und I fucking love Papers, Please. Ja, Papers, Please ist absolut, absolut geil. Ich kann dazu nichts anderes sagen. Ich mach mal kurz das Spiel selbst leiser, denn shit ist das laut. Anyways, Papers, Please. Ihr seid Grenzkontrolleur und müsst die Papiere checken. Weist ihr Leute ab in fucking Glory Greatest Achstotzka? Oder weist ihr sie ab? Ja. Wir machen hier direkt mal einen neuen Save-File. Ich weiß nicht wie. Ja, hier neu. Und wir kommen in die Story rein. Herzlichen Glückwunsch! Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Greston. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ost-Greston zur Verfügung gestellt. Es lebe Achstotzka! Ja. Ihr könnt schon ungefähr denken an der Musik und dem generellen Feel, worauf das Spiel hinaus möchte und worauf es angelehnt ist. Der Creator selbst möchte keine oder hat keine Connections in das Spiel eingebaut zum alten Russland. Aber die Connection ist da. Das ist auch mehr oder weniger confirmed. Ja, auf zu unserer Arbeit. Grenzübergang Greston endlich geöffnet. Nach 6 langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Familien vor Zusammenführung. Das Wetter, die Wahrheit von Achstotzka. 23. November 1982. Ja. Und dazu möchte ich auch direkt das neue Let's Play einleiten. Ich dachte mir, das wäre ein bisschen fun, jeden Tag passend zum Spiel ein kleines Video hochzuladen über Achstotzka selbst und die Arbeit. Ja, wir haben hier unser kleines Booth, wo wir unsere Sachen und unsere Dokumente von den Einreisenden hinlegen. Achstotzka, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Inspektor. Willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang, Greston. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Nur Bürger von Achstotzka sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Glory to Achstotzka. Ja, hier haben wir dann nochmal kurz die Einreise. Hier unten steht dann, wo die Leute herkommen. Die Nationalität und unser Booth selbst. Hier haben wir die, dieses Büchlein, hier die Depesche, oder wie man es nennt, Depeche Mode von, und hier haben wir das Audio Transcript, was wir auch brauchen werden, und hier ist unser Regelbook. Dazu werde ich noch kommen, das wird richtig wichtig. Vorher haben wir hier die Vorschriften. Person muss einen Pass haben, nur Bürger von Achstotzka. Nur Bürger von Achstotzka. Genau da wird das Spiel kritisch, denn es gibt mehr Regionen als nur Achstotzka. Es gibt Koletscha, Obristan, Integria, Republien, Impor und die Vereinigte Föderation. Aber hinter diesen Orten steckt mehr. Achstotzka zum Beispiel. So sieht der Pass aus Achstotzka aus. Es gibt ausstellende Gemeinden, in dem Fall Orwedge, Ostgresson und Paradisna. Und dann noch Distrikte, Altan, Veskilo, Burnton und so weiter. Darauf muss man später achten. Lernt das auswendig oder ihr seid fucked. Es gibt auch noch Siegel pro, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, Land, Ortschaft? Ich weiß nicht. Zum Beispiel aus Impor sehen so die Siegel aus. Sind die Siegel gefälscht? Raus mit dir. Du kommst nicht in Glory Greatest Achstotzka. Wenn diese Orte falsch sind, steht da anstatt Enkyo, Enkya oder so, raus mit dir. Dokumente sind falsch. Fertig. Koletscha, Obristan, Republia und die Vereinigte Föderation. Das sind alles Dinge, die man gut auswendig lernen muss. Außer man hat ein gutes Bildchen, ein Cheat Sheet.
Ja, ich werde mir für die nächsten Folgen eine Seite hinstellen, wo all diese Informationen aufgebracht sind an einem Ort. Es wird helfen, glaubt mir. Das ist nicht eine Matheprüfung, wofür ihr auswendig wissen müsst, wie alles geht. Oder Deutschunterricht, wie ihr einen fucking Text schreibt, eine Erörterung oder so ein Stissel. Nein. Habt ein Cheat Sheet. Cheatet niemals in euren Arbeiten, das ist absolut Dogshit, dann lernt ihr sowieso nichts. Aber lassen wir dann die erste Person rein. Man hat von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, also 12 Stunden Zeit, so viele Leute wie möglich reinzulassen. Und hier haben wir unser kleines Dingchen, wo wir abgelehnt, genehmigt, abgelehnt, genehmigt. Und hier können wir dann auch zurückfahren und so weiter. Die Maus fühlt sich ein bisschen wacky an zu kontrollen, aber das kommt mit der Zeit. Anyways, nächster. Lassen wir die nächste Person rein. Hallo. Hallo, Little Dude. Papiere bitte. Du kommst aus Achstotzka. Du kommst rein. Let's go. Es lebe Achstotzka. Nächster, bitte. Ja, ihr seht, das ist Routinearbeit. Die Person, mal gucken, die kommt direkt aus Impor. Was bedeutet raus mit dir. Nur Leute aus Glory Greatest Achstotzka. Das beliebteste Let's Play, was ihr wahrscheinlich gesehen habt, ist von Jacksepticeye. Das habe ich mir auch oft genug gegeben. Du kommst aus Republien. 8 Stunden habe ich in dieser beschissenen. Ja, I'm sorry, Dude. Aber nur Achstotzkaner. Ich fass es nicht. Fahr zur Hölle. Fahr du selbst zur Hölle. Komm aus Achstotzka, Bitch. Mann. Sorry, dass du halt nicht rein darfst. Komm halt in einer Woche wieder. Du kommst aus Republien. Dich muss ich leider abnehmen. Ablehnen. Nächster, bitte. Willkommen zu Glory Greatest. Hallo, Dude. Lass mal gucken. Das war ein Fehler, diesen Grenzübergang. Bitch, du möchtest nicht mal mehr rein. Du bist einfach nur hier, dich zu beschweren. Das ist ein Average-Twitter-User. Geht dahin, beschwert sich, hat nichts zu sagen, pisst sich wieder. Du kommst aus Achstotzka. Willkommen, Glory Greatest. Es lebe Achstotzka. Nächster, bitte. Alright, zeig mal, was du hast. Du kommst aus Kolettschien. Tut mir leid, nur Achstotzkaner. Nächster. Papers, Please ist ein richtig funny Game, muss ich sagen. Also, honestly, da, es gibt so viele Szenarien, wo etwas falsch gehen kann. Willkommen in Glory Greatest, Achstotzka. Oh, es kann so viel Scheiße falsch gehen. Zum Beispiel ist einfach nur ein kleiner Text falsch. Du kommst aus Achstotzka, du kommst mir ins Land. Glory Greatest. Und wenn man darauf nicht achtet, kriegt man halt gern ein kleines Bußgeld. Du kommst aus Achstotzka, du kommst mir rein. Es lebe Achstotzka. Ja. Es ist spaßig. Jeden Tag kommen dann neue Regeln rein. Papiere bitte, du kommst aus Achstotzka, du darfst rein. Das kann das Spiel absolut schwer machen. Also, ich habe jetzt 11 Leute drin und das liegt auch nur daran, weil ich nur Achstotzkaner reinlasse. Du raus. Halten Sie Ihre Papiere bereit. 12 Leute. Das gibt gut Geld. Das wird gut Geld geben. Das Geldmanagementsystem, dazu komme ich auch noch später. Du musst leider raus. Es tut mir leid. Nur hast du jetzt keiner. Ich bin gespannt, wie schlimm es später wird. Papiere bitte. Du kommst aus Republien. Oh. Sorry. Nur hast du jetzt keiner. Nächste Person bitte. Eine Person kriege ich sogar noch hin. Nice. Papiere bitte. Du kommst aus Republien. Sorry, dich muss ich leihen lassen hier. Man kann das machen, wie man will, aber es muss halt, na, passen. Für mich passt es. Du kommst leider aus Republien. Einreise wurde abgelehnt. Es tut mir leid. Nur Astotzkana. Glory to Astotzka. Nein. In dem Spiel kann so viel schief gehen. Verwalten Sie Ihre Ausgaben mit Hilfe der Kontrollkästchen unten. Klasse 8. Frau, Sohn, Schwiegermutter und Onkel geht's allen gut. Ihr seht, Gehalt 75. Das heißt, man macht gut Geld in diesem Game, wenn man's drauf ankommen lässt. Miete wird einem immer abgezogen. Nahrung und Heizung. Es gibt ein paar funny Situationen, wo alles teurer wird oder man halt auch kein Geld bezahlen muss.
In dem Fall, da es allen okay geht, muss ich leider ein bisschen Geld sparen. So ist es eben. Geld ist knapp. Ressourcen sind knapp zu der Zeit. Auch in den Orten, auf das das Spiel basiert. Aber das war's für den ersten Tag. Und damit danke fürs Zuschauen. Das ist Glory Greatest Achstotzka in Papers, Please. Wenn euch das Let's Play gefällt, gerne ein Like da lassen. Und schaut die nächsten Tage vorbei, wenn es heißt Glory to Achstotzka. Bis dann und ciao, Leute.